Ja, hallo Freunde und ganz, ganz herzlich willkommen zurück bei Star Citizen. So, die erste gute Nachricht ist, die Alpha 3.7 ist live. Das heißt, ihr könnt euren Client updaten und auf die 3.7 auf den Live-Server gehen und dort einfach jetzt zocken. Dabei wurde alles natürlich wie immer resettet, so wie wir das kennen. Dazu aber in einem anderen Video noch ein bisschen mehr, wo wir auch dann uns Gameplay angucken. Heute soll es ja um die neuen Raumschiffe gehen und was damit in Verbindung steht in der 3.7. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein. So, das erste ist natürlich hier die Bano Defender. So, da seht ihr auch hier die Preise. Wir haben einmal eine Warbound Edition. Die schauen wir uns hier direkt an. Die kostet ziemlich glatt 200 Euronen und hat keine Lifetime, ne? Sondern 6 Monate Versicherung, obwohl es eine Warbound Edition ist. Gut, war auch schon länger im Shop, deswegen hat die wahrscheinlich keine Lifetime. Die normale kostet, also sie hat nur den normalen Rabatt, ne? Diese 30 Euro. Und diese Version hier, die ist die, mit der ihr upgraden könnt. Die hat genauso viel Versicherung und kostet halt ein paar Euro mehr. Könnt ihr euch also theoretisch kaufen, wenn ihr möchtet, oder eben darauf upgraden. Beides geht. Angeguckt haben wir es uns nochmal, Wir können mal ganz kurz hier die Bilder nochmal durchgucken. Das ist vom Innenraum quasi die Sicht auf die Laderampe und links und rechts jeweils die beiden Cockpits. Das ist eins der 2 Betten im Schiff. Außenansicht, ne? Im Landemodus quasi mit ausgefahrener Klappe. Dann nochmal eine Sicht, wie man reinkommt ins Schiff über das Treppchen. Und dann nochmal ein kleines Wallpaper sozusagen. Sehr, sehr schönes Schiff. Werden wir noch häufiger sehen im Let's Play. Im Laufe der Zeit. Hier ist nochmal ein kleines Video dazu. Könnt ihr euch auch nochmal angucken. Das wäre die Bano Defender. Nochmal ganz kurz der Hinweis. Die Bano Defender ist ein Schiff eigentlich für 2 Personen und hat vor allem den Sinn, dass man andere damit schützt. Also es ist jetzt kein dediziertes Angriffsschiff oder sowas. Normalerweise ist es kein regulärer Dogfighter. Hat auch keinen Frachtraum oder sonst irgendwas in dem Sinn, dass ihr damit questen könnt. Also das wird auch schwierig, ne? Nur, dass ihr es im Hinterkopf habt. So, dann ist die RSI Mantis nun auch verfügbar und wir kennen jetzt auch die Preise und ich lag ja tatsächlich ziemlich richtig mit meinen 150 Euro, denn genau um diesen Bereich dreht sich hier das Ganze. Die Warbound Edition für 146 und die normale für 162 Euro. Da gehen wir auch mal ganz kurz rein. Die Warbound hat eine Lifetime-Versicherung. Man bekommt eine, wie heißt das hier, Quirinus Tech Flight Suit und einen Helm von derselben Marke und den Selfland Hangar. So, das wäre der Part und ganz kurz mal einen Schritt zurückgehen, wenn die Seite lädt, da, die Upgrade-Version, also quasi die normale Version ohne Lifetime-Versicherung mit 6 Monaten und auch ohne diese, ja, diese Bonis und kostet ein paar Euro mehr, ne, so wie wir das auch kennen. Und das ist hier ganz interessant, es gibt für alle die, die eine Aurora haben, eine ganz spannende Geschichte, und zwar könnt ihr von der Aurora, wenn ihr sie denn habt, upgraden auf eine Mantis. Und zwar mit Lifetime. So, das zeige ich euch mal ganz kurz. Wir merken uns mal kurz den Preis von den beiden. Also wir haben 146,19 Euro und 162,44 Euro. So, ich klicke jetzt mal ganz kurz dieses hier an. Und wir kommen dann auf diese Seite. Die könnt ihr euch mal in Ruhe nochmal anschauen. Hier sind diverse Dinge erklärt. Ich hab das Schiff ja schon auseinandergenommen quasi. Also da ist alles schon dazu gesagt. Deswegen, das überspringe ich jetzt hier einfach mal. Was uns wirklich interessiert. Achso, ja gut, die Bilder können wir noch einmal kurz angucken. Einmal kurz hier durchschalten. Ja, so. Das Bild kennen wir schon. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir auch schon. Das kennen wir noch nicht, aber das ist jetzt auch nichts Besonderes von oben. Hier, das ist dieser Quantum Enforcer quasi, wenn er aktiviert wird, so soll das Ganze aussehen im Spiel. Hier nochmal eben Quantum Drive, das Schiff. Hier haben wir jetzt mal ein paar Innenraumbilder, das ist auch mal ganz schön, ne? Mit Bettchen hier und allem drum und dran. Und dann nochmal der Pilotensitz. Viel Platz ist ja nicht drin, es ist ja ein Ein-Personen-Schiff quasi und nur dazu da, dass man ja Leute festnagelt oder halt aus dem Quantum Drive rausholt. So, okay, hier sind nochmal die Fakten. 30 Meter lang, 17 Meter breit, 8 Meter hoch, 1 Person, wie ich gerade sagte. Schild haben wir 2x Size 1 Goldie Allstop, wie auch immer das stark ist oder nicht stark ist. Und Waffen haben wir 2x Size 3 Crone Laser Cannon. Also ist es nicht sehr stark bewaffnet, nicht sehr gut geschützt und was ja auch schon gesagt wurde, ich wiederhole es gerne nochmal, wenn man diesen Quantum Enforcer benutzt, sind diese Details hier nicht mehr so wichtig. Die sind dann nämlich aufgrund des hohen Energiebedarfs runtergesetzt, aus Balancing-Gründen. So,
Genau. Jetzt kommen wir aber zum eigentlichen Ding, nämlich die normale, Warbond für 146. Hier gibt es noch ein paar andere Packages. Ich will die mal ganz kurz durchgehen, denn es kann ja sein, dass einer von euch vielleicht eins der Schiffe, die sowieso im Pack drin sind, hat. Und dann sagt, jo, da kann ich ja das quasi exchangen und dann hole ich mir das hier. Aber denkt dran, das sind hier Warbound Packages. Also zumindest die beiden hier und die hier unten. Ihr müsst dann, wenn ihr upgraden wollt, diese Packages hier nehmen. Aber wir gucken mal ganz kurz durch, was wir hier haben. Für 281 haben wir die Mantis und die Anvil Hawk sowie die Avenger Titan Renegade. Also sehr, sehr interessant vielleicht für die unter euch, die sagen, Mensch, eine Titan Renegade wollte ich sowieso schon lange haben. Oder für die, die diese beiden Schiffe hier schon haben, die können die vielleicht einschmelzen und sich das hier holen. Müsst ihr mal rechnen, ob es sich für euch lohnt. Das kommt immer darauf an, wann ihr das Ganze gekauft habt. Und eben, ihr habt dann auf allen drei Schiffen Lifetime-Versicherungen. Ihr habt den Industriehangar, das ist der größte und der teuerste. Und diese beiden kosmetischen Sachen, ne? Also den Helm und die Flight Suit. So, cooles Package. Ist recht teuer, wobei man halt sagen muss, wie gesagt, wenn man die beiden Schiffe hat, geht's vielleicht. Müsste mal einfach mal rechnen. So, gehen wir mal kurz zurück. Wir landen nicht wieder oben. Nee, okay. Das andere Pack ist das Manhunt Pack. Das ist das sehr, sehr viel teurere Pack. Und da haben wir eine Mantis, eine Cutlass Blue, eine Freelancer Miss, eine Aegis Saber, eine Avenger Warlock. Also fünf Schiffe drin. Ebenfalls alle mit Lifetime, mit Industriehangar und diesen beiden kosmetischen Sachen. Ja, aber eben ist auch Warbond. Also auch nur mit Echtgeld. So. Und dann nochmal ganz kurz der Vergleich zu den Preisen beim Upgrade. Das wäre dann hier unten. Und wenn ich jetzt hier in das Package reingehe, haben wir hier kein Lifetime mehr. Also diese Varianten sind zwar dieselben, technisch gesehen, aber haben nicht die Bonis. Ne? Sie kosten mehr, haben kein Lifetime und haben nicht die kosmetischen Sachen. So, das wäre der Punkt. Okay, zurückgehen, es ist gerade ein bisschen langsam hier, tut mir leid. Na komm, dreh dich. So, und das Manhunt Pack. Genau. Außerdem gibt es noch ein bisschen Merch. Ihr kriegt hier ein T-Shirt, ein Mantis-T-Shirt, ist recht teuer. Muss ich klar sagen. Und ein Mauspad, was auch sehr, 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 sehr teuer ist. Weiß gar nicht, warum das so viel Geld kostet. Ich meine, das ist halt ein Mauspad, aber gut. Egal. Auf jeden Fall, worauf ich noch hinaus wollte, ist die Upgrade-Variante. Denn, wenn ihr eine Aurora CL, LN, LX, MR oder ES, also ich glaube, das sind alle Aurora-Varianten, besitzen solltet, könnt ihr diese auf die Mantis upgraden. Das Upgrade geht nicht mit CCU, also nicht mit Store Credits. Das heißt, das Upgrade kann nur mit Echtgeld gekauft werden. Aber ihr bekommt dann quasi diese Mantis sozusagen zum Upgrade-Preis. So, ne? Also im Prinzip ist es so, normalerweise, ich scroll noch mal ganz kurz hoch. Normalerweise ist es so, wenn ihr die Mantis jetzt kaufen wollt, nee, tun wir mal so, als hättet ihr daran Interesse, dann zahlt ihr 146 Euro Echtgeld als Warbond, okay? So, jetzt könntet ihr aber rein theoretisch hergehen und sagen, Moment, ich habe noch Store-Credits übrig oder ihr habt sogar so eine Aurora, irgendeine davon, das ist jetzt egal, das ist immer derselbe Preis. Beispiel, ihr habt eine Aurora LS oder ihr habt sie nicht, dann kauft sie euch und zwar für Shopgeld. Ja? Einfach für Shopgeld und dann könnt ihr diese Aurora upgraden auf eine RSI Mantis für 97,46. Das heißt, ihr kriegt eine Mantis sozusagen zum Warbound-Preis, obwohl ihr von einem mit Store-Credits gekauften Schiff upgradet. Okay? Und das Interessante noch zusätzlich an dieser ganzen Geschichte ist, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Hier steht es gar nicht dabei. Doch, hier steht es dabei. Ich habe es gerade gefunden. Hier steht es dabei. Also, ich gehe mal noch ganz kurz hier auf den Europreis, dass wir es hier vernünftig haben. Lass mal laden. Dass ihr rechnen könnt. So. Also, ihr könnt also eine mit Store-Credits gekaufte Aurora eurer Wahl upgraden auf die Mantis. Ihr zahlt dann quasi nicht 146,19 Euro mit echtem Geld, mit frischem Geld, sondern nur diesen Betrag. Trotzdem bekommt ihr, steht auch hier nochmal dabei, auf diese neue Mantis eine Lifetime-Versicherung und auch diese Flight Suit und den Helm. Also im Prinzip entspricht das dem gleichen Bonus, den ihr quasi habt,
wie wenn ihr die Mantis auch so einfach kaufen würdet. Gut, der Hangar ist nicht derselbe, aber okay, ne? So, also ihr verliert quasi gewissermaßen die Versicherung, die auf der Aurora ist. Die ist ja meistens eh Schrott, irgendwie 3 Monate oder sowas. Und könnt quasi diese dann tauschen auf die Lifetime und habt dann die Mantis. Also das ist eine richtig coole Variante, wie ich finde. Wenn ihr noch Store-Credits übrig habt, dann wäre es vielleicht sinnvoll, das so zu kaufen. Oder wenn ihr wirklich eine Aurora noch rumliegen habt, dann diese eben darauf abzugraden, wenn ihr denn das Schiff haben wollt. So. Und das könnt ihr mit allen Aurora-Varianten machen. Der Preis ist hier immer unterschiedlich, weil die Aurora-Varianten alle unterschiedlich viel Geld kosten. Aber rein rechnerisch ist es immer das Gleiche. Also ihr zahlt letztendlich nur immer die ganz normale Differenz. Es ist kein Mehrpreis oder sonst irgendwas, ne? So, das ist eine coole Variante. Sowas können sie gerne mal öfters bringen. Finde ich ganz, ganz cool, weil viele Leute haben in ihren Hangars noch irgendwie Schiffe liegen mit einer schlechten Versicherung und können von denen ja gar nicht upgraden. Dann müssten die rein theoretisch dann exchangen, ne? Können ja aber dann das neue Schiff nicht kaufen mit der Lifetime. So, weil das ist ja mit Warbound. Das ist ein bisschen blöd und ungünstig. Und mit dieser Lösung hier würde ich sogar wirklich d'accord gehen. Also das ist eine ziemlich coole Variante. So, okay, das wollte ich euch auch nochmal an der Stelle zeigen. Ansonsten haben wir noch bei den neuen Schiffen die Vanguard Sentinel und die Harbinger. Die haben wir auch schon uns angeguckt, die sind ebenfalls jetzt Flight Ready und können auch entsprechend gekauft werden. Ich gehe mal ganz kurz in den Upgrade Monitor, Sekunde. So, da sind wir jetzt hier. Als letzten Part noch die Vanguard Sentinel und Harbinger. Also, wir haben hier einmal die normale Harbinger. Also Warbound Edition für 303 Euronen. Diese hat 6 Monate Versicherung, also auch keine Lifetime. Dann haben wir die normale, also ohne Warbound Rabatt. Die kostet dann 314, ist gar kein allzu großer Unterschied tatsächlich, also könnt auch upgraden. Und die Sentinel, da wird es genauso sein, ebenfalls 6 Monate Versicherung und keine Sonderheiten, irgendwas, also ganz standardmäßig. Und dann eben hier nochmal für 10 Euro mehr die Upgrade-Variante, ne? So, das sind quasi, hier nochmal ein paar Bilder vielleicht, die ich mal noch durchlaufen lasse. Das sind die neuen Schiffe, die mit der Alpha 3.7 jetzt live sind, flugfähig sind und auch wieder gekauft werden können. Und ihr könnt ja auch, wenn ihr mögt, ihr könnt ja immer gerne mal Feedback geben, was ihr von dieser Mantis-Upgrade-Geschichte haltet. Ich find's super cool, dass das geht. Sowas hätte man sich schon mal eher ein bisschen gewünscht. Und ich würde sagen, gut, sie werden es wahrscheinlich so ein bisschen ausprobieren, ob das gut ankommt. Ich bin aber überzeugt, dass das gut ankommt, weil so hat jeder was davon. Und wir gucken mal, ob das in Zukunft ein bisschen mehr wird. Also das ist jedenfalls meine Meinung, das können sie gerne noch häufiger machen oder generell einführen, dass man seine Schiffe generell einfach upgraden kann, sozusagen auf ein neues Schiff. Why not? Ich meine, Geld ist Geld, ja. Wenn man es dann eben das Upgrade dann eben als Warbound kauft, ne? Also, dass ich quasi nicht das Schiff kaufen muss als Warbound, sondern dass ich ein Upgrade auf Warbound-Basis kaufe. Da wäre ich auf jeden Fall dafür, dass es diese Option zusätzlich noch gibt. So, okay, das wäre der Part dazu. Alles Weitere schauen wir uns nachher noch im SCN Star Citizen News an und dann natürlich im Laufe der nächsten Tage, Wochen und Monate im Let's Play/Let's Show. Also dranbleiben und vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. With 65 degrees, last time I was down on my knees. Last time I heard you speak, you shot ice into my veins. I almost wish there would rain. Now your forecast calls for me. Does the sun go down on the throne?